Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Magic Arena. Wir wollen heute zusammen eine Runde Muldrota Midrange zocken. Mein aktuelles Favorite Deck. Es spielt sich richtig gut. Ist ein richtig cooles Deck. Einfach mal was anderes. Man kann super flexibel gegen alle Decks spielen, eigentlich, die einem hier über den Weg laufen. Wir haben super viele flexible Lösungen für alle Karten und können super viel Kartenvorteil generieren. Sultai-Farben, schöne Farbkombination. Wir spielen das gute schwarze Removal, grüne Kreaturen, grüne Ramp-Karten, blaue Kartenvorteilskarten. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Das Ganze eben über den Graveyard. Falls ihr die Deckliste auch irgendwie euch rauskopieren wollt, findet ihr bei mir komplett auf dem Discord-Server. Da einfach zu den Magic Arena Decks gehen. Dann könnt ihr euch das rauskopieren und dann über die Import-Funktion von Magic Arena auch direkt einfügen, falls ihr das mal zocken wollt. Also schaut ruhig mal auf unserem Discord-Server vorbei. Seid herzlich eingeladen. Und ja, jetzt noch kurzer Deck-Check und dann zocken wir auf jeden Fall mal mit dem Deck. Also Muldrota, darum dreht sich das Ganze heute. Wir dürfen in jedem Zug eine Permanent-Karte von jedem Permanent-Typ aus unserem Friedhof spielen, also Länder nochmal spielen, Planeswalker, Enchantments, Artefakte, alles was wir wollen, was ein Permanent ist, sehr, sehr, sehr gut eben für unseren Kartenvorteil. Und ja, ich zeige euch jetzt mal kurz den Rest von dem Deck. Wir fangen auch einfach mal vorne an, ein Mana-Bereich, Llanowar-Elfen. Ganz wichtig, wenn wir die im ersten Zug legen können, ist das schon richtig gut. Wir haben einen sehr starken 3-Mana-Bereich und unser Midrange-Deck hier ist relativ Mana-intensiv. Wir haben schon ein paar teure Karten, auch im 6-Mana-Bereich eben mit der Muldrota und noch den anderen Karten. Da sind die Llanowar-Elfen wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wollen wir auf jeden Fall zocken. Dann rechts daneben dreimal Moment of Craving. Klar, wir laufen immer wieder sehr viel mono-roten Decks über den Weg und Moment of Craving hier einfach eine optimale Lösung für das Early Game. Tötet kleine Kreaturen, gibt uns Lebenspunkte wieder und dann eben der sehr starke 3-Mana-Bereich. 3 Champion of Wits einfach für den zusätzlichen Loot-Effekt. Sucht uns gute Karten, wirft schlechte Karten oder einfach Karten in den Friedhof, die auch dorthin sollen. Sehr gut. Dann das Trashing Brontodon. Super flexible Karte mit 3-4 noch ein recht solider Bieter, sehr gut. One of Golden Demise gegen die Token Decks hat mir auch schon echt oft geholfen, obwohl wir die Llanowar-Elfen spielen. Definitiv eine gute Karte, kann man echt einmal zocken, dann 4-mal Gift of Paradise, zusätzlicher Life Gain und Ramp und Color Fix. Wie gesagt, wir sind echt sehr Mana-intensiv, hier eine wirklich gute Karte, das Gift, dann ein Journey to Eternity. Ich liebe die Karte, nochmal ein zusätzlicher Good Stuff Aspect, mit dem wir später eben noch zusätzlich Kreaturen wiederbeleben können. Ein Oraskas Relic ist Ramp, Life Gain und Card Draw und natürlich auch ein Random Artefakt, welches wir dann mit Muldrota auch jede Runde wiederholen können, für mehr Life Gain, mehr Card Draw. Auch richtig gut, sollte man einmal spielen. Dann 3 Chupacabras, natürlich auch super gut, wenn wir sie erneut spielen mit ihrem Enter the Battlefield-Effekt. Das Ganze natürlich in Kombination mit 2-mal dem Scarab-God. Zocke ich heute erstmalig hier in einem Video. Habe ich selber noch nie gezockt, aber immer schon oft dagegen gezockt. Heute machen wir mal das Videodebüt mit dem Scarab-God und Muldrota. Ist wirklich eine traumhafte Kombination. 2-mal Vraskas Contempt als flexibles Removal natürlich gegen Kreaturen und Planeswalker. 2-mal The Eldest Reborn, auch richtig gute Good Stuff-Karte bei uns. Gegner verliert ordentlich Ressourcen und wir dürfen dann eine Kreatur oder einen Planeswalker wiederbeleben. Auch sehr, sehr, sehr stark. Besonders wenn man sowas macht wie Turn 2 Champion of Wits, wirft irgendwie einen guten Planeswalker oder eine teure Kreatur ab. Im dritten Zug legen wir dann quasi mit den Llanowar-Elfen schon das Chupacabra und dann im vierten Zug Eldest Reborn. Der Gegner steht schon maximal unter Druck. Also wirklich, wirklich gut. Eine Liliana, einfach weil sie Karten in den Friedhof schafft, Kreaturen wiederbelebt und eben ein zusätzlicher Planeswalker ist, den wir mit Muldrota auch wieder aus dem Friedhof spielen können. Eine Vraska, auch super guter, flexibler Planeswalker mit ihrer -3-Fähigkeit. Halt auch nochmal super flexibles Removal. Ein Multani zocken wir heute einfach als große, dicke Kreatur, die auch immer wieder kommen kann mit ihrem eigenen Effekt. Und noch ein One-Off Never Return, weil ich einfach noch ein zusätzliches Removal brauchte. Am Anfang waren es 4 Chupacabras, das war aber ein bisschen zu viel. Ich wollte halt eben noch das 3-Mana Removal haben, falls man das wirklich mal braucht. Ein bisschen schneller ist auf jeden Fall auch ganz gut. Könnt ihr ja selber ein bisschen rumexperimentieren. Die Mana Base ist relativ easy, obwohl wir 4 Llanowar-Elfen haben. Trotzdem 24 Länder dazu brauchen wir einfach. Wie gesagt, wir sind sehr Mana-intensiv. Kartenvorteil können wir später mehr als genug machen. Eine Insel, 2 Memorial to Genius, 5 Swamps, 5 Forests, 2-mal der Boneyard. Das wäre natürlich ein bisschen besser, wenn das ein Rare-Duel-Land wäre. Aber da sind mir die Wildcards ausgegangen. 2-mal Woodland Cemetery, 1 Hinterland Harbor, 1 Ark, 4-mal Evolving Wilds. Natürlich super wichtig zum Colorfixen. Und unser Fetchland, was wir mit Muldrota immer wieder auch aus dem Friedhof spielen können. Sehr nice, genauso wie Field of Ruin. Wenn der Gegner viele gute Non-Basic-Länder hat, dann können wir jede Runde eins kaputt machen mit der Muldrota. Search of Ascanta etc. ist halt
halt eine fiese Karte. Und wenn das dann flippt, wollen wir auf jeden Fall das Land abschießen. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit der Liste. So sieht sie aus. Habe ich was vergessen? Ja, ein Glyphkeeper. Eine Kreatur, die schwer zu removen ist. Einfach auch nochmal hier im Deck mit Embern. Passt die halt auch super ins Deck, falls ihr sie mal discarden müssen oder ähnliches. Und ja, das ist unsere Muldrota Midrange-Liste. Ihr seht, das Deck ist randvoll mit Good Stuff-Karten. Wir können super viel Kartenvorteil generieren. Wir haben heute mal wirklich alles, was wir brauchen. Wir können flexibel gegen alles spielen. Wir haben das gute, flexible Removal. Alles an Planeswalkern, Kartenvorteil. Sollte eigentlich nichts schief gehen können. Aber warten wir mal ab, was wir heute für Gegner bekommen. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch mal los. Viel Spaß mit diesem Video. So, willkommen zur ersten Starthand und die sieht direkt sehr gut aus. Wir sind on the play, Turn 1 Llanowar-Elfen, into Turn 2 Gift of Paradise. Unser Mana ist komplett gefixt, dann können wir das Relic noch spielen, haben einen Brontodon und ein sehr gutes Removal. Also ganz klarer Keep, würde ich sagen. Hervorragend. So, dann unsere Favorite-Eröffnung. Turn 1, Llanowar-Elf. Wunderbar. Mal gucken, ob der direkt abgeschossen wird. Das wäre dementsprechend schlecht. Hatten wir in einer der letzten Episoden ja, wo ich gesagt habe, ich schieße immer super gerne auf die Turn 1 Llanowar-Elfen. So. Verzaubern wir den Forest. Sehr schön. Bin gespannt, gegen was wir spielen. Wenn ich Rot-Grün sehe, denke ich immer an RG Monsters. Viele Dinos. Große Kreaturen. Wir brauchen gutes Removal. Einfach mal schauen. Oh, der kommt leider zu spät, der Lightning Strike. So. Das sind 4 Mana. Leider können wir nicht Relic plus Brontodon legen, aber das können wir im nächsten Zug machen. Wenn wir ein Land ziehen, natürlich. So. Oh, ist ein solider Beater. Schön flexibel. Ich bin ja mega Fan vom Brontodon. Einfach sehr starke Karte. Spielt sich auch echt gut bei Arena. Man trifft immer irgendwie was. Okay, wir sind stärker. Kann er sich rampen? Wir spielen tatsächlich gegen das Dino-Deck. Und? Der Scarab-Gott. Jetzt, wo ich ihn sehe, da würde ich jetzt echt gerne das Relic ins Spiel kriegen. Gucken, ob er blockt. Ich denke mal schon, er will das Land haben, oder? Ja. Aber durch die großen Dinos können wir uns eigentlich ganz gut durchkämpfen. Und da ich nicht weiß, ob wir nächste Runde das Land ziehen, bin ich jetzt echt sehr verlockt, das Relic zu legen, damit wir im nächsten Zug sicher den Scarab-Gott legen können, weil er einfach super stark gegen das Dino-Deck ist. Er sollte kein anständiges Removal für ihn haben. Und ja, Scarab-Gott hat einfach eine sehr gute Karte hier in dem Matchup. Deswegen legen wir mal das Relic. Ich finde es auch so gut mit Muldrota. Jede Runde 3 Mana, zieh eine Karte, kriegst 3 Leben. Immer nice. Oh. The pressure is on. Oh, 23 Leben. Ist erstmal ein angenehmes Polster, würde ich sagen. So. Evolving Wilds, gerne. Auf jeden Fall den Scarab God. Dann haben wir den schon mal. So. Hervorragend. Gucken wir mal, was unser Gegner legt. Vielleicht blocken wir hier auch noch einmal. Wir müssen hier auf jeden Fall nicht auf Kartenvorteil. Also doch, wir haben früher oder später den Kartenvorteil. Im Moment müssen wir eher auf Tempo spielen. Also auch mal nicht ganz so optimale Trades machen. Gegen das Dino-Deck können wir eigentlich im Late-Game sehr gut bestehen, weil wir einfach viel mehr Karten ziehen. Oder einfach Karten haben wie den Scarab-Gott, die einen viel höheren Payoff haben. Wir sollten hier definitiv die Control-Rolle einnehmen können, das wollte ich sagen. Gucken, was unser Gegner macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Oasis benutzt. Einfach Angriff? Er hat keinen zweiten Eilebieter. Ich würde ihn gerne im Spiel behalten. Dann könnten wir nämlich, wenn wir ein Land ziehen, können wir ihn aktivieren. Das Never benutzen zum Beispiel. Ah.
Blocken wir mal eine Runde nicht, versuchen wir es mal so. Man muss ja auch ein bisschen rumexperimentieren. Burning Suns Avatar. Das ist okay. Das Brontodon, ja. 3-4 sind echt gute Werte. Da kann man nichts sagen. So, wir haben eigentlich unser Mana komplett unter Kontrolle. Wenn wir aber das Gift immer für doppelblau tappen, nehme ich mal ein zweites schwarzes Mana. Passt dann einfach auch ein bisschen besser insgesamt. Wir ziehen das Land. 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt können wir tatsächlich einfach beides spielen. Ne, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann sollten wir Scarab God plus Never, denke ich, spielen. Also die Fähigkeit aufhalten. So. Ja. Dann nevern wir das Avatar. Greifen mit beiden an. Ich denke nicht, dass er ein Eile. Müssen wir vielleicht aber doch vorsichtig mit sein. Er kann hier noch plus 3 geben. Wenn wir das wiederbeleben, das Avatar, das ist 4-4 und schießt 3 Schaden, wenn es ins Spiel kommt. Wenn ich ihn jetzt auf 12 trete, dann geht er auf 9 damit und dann haben wir nächste Runde auch Lethal eigentlich, wenn nur der Scarab God angreift. Spielen wir es mal ein bisschen sicherer. Das müsste eigentlich auch reichen. Samut. Ah, die ist nämlich nicht schlecht. Vor sowas habe ich eigentlich immer Angst. Wie greift er an? Greift tatsächlich mit beiden an. Dann aktivieren wir erstmal unseren Scarab God. Na, das Land brauchen wir nicht wirklich. Wir nehmen das Avatar. Schießen auf die Samut, weil die auch Wachsamkeit hat. So, er geht auf 9, wie geplant. Wir blocken die Samut, greifen mit allen an. Huh, und haben gewonnen im Counter-Swing. Das lief doch mal hervorragend. Das Multrota-Deck, super nice. Schönes Deck. Diesmal mit dem Scarab-God gezockt. Wir müssen auf jeden Fall weiter zocken. Ich hoffe noch auf ein gutes Multrota-Game. Mal schauen, ob wir da noch eins hinkriegen. Wir zocken auf jeden Fall weiter. Bis gleich. Willkommen zur zweiten Starthand. Wir sind on the play, uns fehlt blaues Mana. Wir haben aber auch keine blauen Karten auf der Hand. Und der Rest sieht in Ordnung aus. Versuchen wir es mal. Wir brauchen ja nur eine Evolving Wilds oder ähnliches und dann läuft die Sache eigentlich. Zeigen wir unserem Gegner mal den Wald und ja, mal gucken. Oh, ist es das rote Deck? Dann war das auf jeden Fall ein akzeptabler Keep. Mal gucken. Könnten auch Vehikel sein. Sieht nach einem relativ normalen, aggressiven, monoroten Deck aus. Und die Sache ist, will er Turn 2 den Trailblazer legen? Oder will er raiden? Na, vielleicht will er raiden. Wir schießen das Ding jetzt auf jeden Fall ab. Bevor er angreifen kann, falls er den, wie heißt er, Rigging Runner hat. Ich will ihm nicht hier den Doppel-Raid-Trigger geben. Da muss er dann auf jeden Fall eine Runde warten. So. Dann Brontodon. Und dann Chupacabra und dann hätte ich echt gerne die Insel. Wir sind langsam an dem Punkt angekommen. Oder notfalls das Land Enchantment. Alles in Ordnung. Ja, okay, das hätte jetzt eh nicht blocken können. Der hat Menace. Was genau ist hier passiert? Dann schießen wir den Trailblazer ab, weil er hat Menace, wie gesagt. Wir sind auf 22. Unser Gegner kann nächste Runde keine Hazoret oder ähnliches legen. Wir greifen mal an. Wir gehen in die Offensive gegen Monorot. Die Sache ist, das wird ganz schnell gleich wieder zur Defensive. So wie unsere Hand aussieht. Chainburner. Okay. Brontodon immer noch hervorragend gegen mit 3-4. Ah, es ist so gut. Na. Wir haben so viele Mana-Karten in unserem Deck. Das gibt's nicht. Wir haben so viele Länder plus Ramp.
komm schon. Come on, Deck. Hat er einen Pump-Spell? Hat er einen Burn-Spell? Na, ich will jetzt das Brontodon da nicht reinhalten, ehrlich gesagt. Das ist ja offensichtlich wie sonst irgendwas. Lightning Strike hat er. Oder Magma Spray oder ähnliches. Aber dann kann er wenigstens nichts für super viel Mana hinterherlegen. Tauschen wir das Brontodon gegen den Lightning Strike. Das war gut. Da haben wir jetzt zwar ordentlich Tempo verloren, aber wir haben das blaue Mana. Das ist schon mal ein Anfang. Dann Champion of Wits ist ein akzeptabler Blocker. Discarded irgendwie sowas wie Multani. Den können wir ja dann notfalls mit der Muldrota wieder aus dem Friedhof spielen. Gegen Muldrota hat er auch keine wirklich gute Solution in dem monoroten Deck. Okay. Den können wir exilen. Ja, die drei nehmen wir jetzt mal. Das ist eine Insel. So. Nice. Da können wir doch mit arbeiten. Ja, bitte. Den Lano-Elfen könnten wir sogar ausspielen. Jetzt nicht, dass das irgendwie relevant wäre. Wir discarden den Forest, weil den können wir mit der Muldrota ungetappt spielen. Und den Multani legen wir auch in den Friedhof. Dann legen wir hier unser Land. Die Elfen noch notfalls als Jump-Blocker. Angreifen können wir nicht. Und jetzt müssen wir uns irgendwie noch um den Phönix kümmern. Ja, damit können wir jumpen. Den können wir nächste Runde aus dem Friedhof wieder spielen. Mit diesem Wald, den wir ja extra abgeworfen haben. Spart uns 3 Lebenspunkte. Okay. Okay, dann Muldrota. Dann casten wir ein Land. Dann nehmen wir den Forest. Und hier nehmen wir den Lanova-Elfen. Und wir können nächste Runde notfalls Multani spielen, einfach als Reach-Blocker. Der ist ja auch ganz gut. Ich kann mit dem Champion noch angreifen. Ich will einen zusätzlichen Blocker haben, weil jetzt kann halt die Hazoret kommen. Je nachdem, was er hat, was er zieht. Das will ich nicht, dass er das flippt. Da muss er 3 Spells für spielen. Ich will nicht noch nach dem Field of Ruin suchen müssen. Oh, interessant. Er schießt das Chupacabra ab. Nicht den Champion. Da ist die Hazoret. Ah, die können wir blocken. Kein Problem. Kriegen wir 4 in der Luft. Oder. Nee. Okay, ja. Der blockt die Hazoret. Den Block werden wir für immer machen, wahrscheinlich. Unser Gegner hat das 6. Land nicht. Wollen wir das Kendra noch jumpen? Gehen wir auf 10. Ja. Na, mehr Lanova-Elfen ist jetzt nicht das, was wir sehen wollen, tatsächlich. Machen wir erstmal Land, nehmen wir die Evolving Wilds. Und dann müssen wir Multani nehmen, so wie es aussieht. Kurz gucken. So. So. Ah, jetzt hat er doch falsch getappt für den Lanova-Elfen. Das ist manchmal hier noch nicht optimal gelöst. Ich wollte eigentlich noch ein grünes Mana haben. Jetzt kriege ich nämlich 3 Schaden von dem Chainwhirler, wenn er mit allen angreift. Na, wir können ihn notfalls ja auch lethalen in einer Attacke. Okay.
ärgerlich. Okay. Okay, der Angriff ist für uns tatsächlich ja in Ordnung. Was ist das wohl? Schießt der was ab? Also wir müssen blocken. Wir nehmen auf gar keinen Fall Schaden auf dem Spot. Und vielleicht hat unser Gegner auch nichts und er denkt halt einfach, er hat was für die Muldrota. Oh, oh. Mal gucken, was wir ziehen. Okay. Das Ding würde ich gerne kaputt machen. Wie viel Mana haben wir denn? 8. Ja, Laden bei Elfen plus Chupacabra, so wie es aussieht, ne? So, dann haben wir nämlich jetzt wieder einen Blocker für die Hazoret. Dann Chupacabra. So, dann ist der Phönix auch schon mal weg. Vorerst, bis er den nächsten Phönix zieht. Da freue ich mich schon drauf. Okay, er ist 10-10. Lightning Strike. Ah. Vraskas Contempt wäre so gut für die Hazoret. Wir sind nicht so weit vom Kill entfernt. Das ist ja die Sache. Was kann er denn machen? Er spielt das Kenra, sagt, Chupacabra kann nicht blocken. Dann blocken wir hier. Oh, nee, Block, Block. Sind 5 Schaden. Sind 5 Schaden, wenn er mit allen angreift. Kriegen wir ihn irgendwie in der Counterattacke kaputt? Wollen wir mal gucken. Durch die Evolving Wilds geht er auf 11-11 gleich. Ja, wenn wir dann Land ziehen, hätten wir zumindest 15 Damage on Board. Er greift gar nicht an. Okay, nice. Das ist spannend, das Spiel. Noch eine Evolving Wilds. Jetzt hat er nicht angegriffen, jetzt können wir nicht angreifen. Glyphkeeper ist nicht schlecht, aber ich würde hier echt gerne 4 Karten ziehen. Dann haben wir noch 2 Mana auch über. Falls wir einen Moment of Craving ziehen. Dann haben wir halt auch einen 4-4er Blocker nochmal. Ja, aber wir tappen anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Vielleicht ziehen wir ja ganz viele Länder für Multani. Oh. Also, wie viel haben wir in Play? Haben wir noch Standardländer im Deck? Ja, haben wir. Okay, dann können wir uns trennen von dem und der Evolving Wilds. So. Ups, habe ich eben eins zu viel getappt. Dann so. Dann so. Okay, er ist auf 14. Ja, bringt nichts. Block, 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 Block. Ne. Alles gut. Das Relic, das sind 3 Leben und eine Bonuskarte. Leute, wir schaffen das. Wir schaffen das. Jetzt nichts Gutes aufdecken. Bitte, komm. Nicht übertreiben. Was war es, ein Land? Okay. Komm schon. Wir wollen Mono-Rot besiegen. Chain Whirler. Bringt uns das Mana was? Pff, weiß ich nicht. Eigentlich nicht, aber das kann unser Gegner nicht wissen. So.
Aber ich glaube nicht, dass er angreift. Er hat zu viel Schiss zu sterben, oder? Nice. Okay. Mehr Lebenspunkte. Dann würde ich sagen, opfern wir das. Gucken wir wirklich, was wir alles zur Verfügung haben an Karten. Oh, das Vraskas Contempt. Dann das auf jeden Fall. So, dann ist er 15, 15. Da kommen wir aber immer noch nicht mit hin. Aber der Flyer ist ziemlich, ziemlich gut. Na, tappen wir mal so. Dann Gift of Paradise. Auf so Basic Forest. Dann haben wir noch 4, 5, 6, 7, 8 Mana. Ja. Komm. Wir müssen am Lethal arbeiten. Schade, dass wir das eine Mana jetzt nicht noch haben. Aber mit 15 Leben fühle ich mich jetzt tatsächlich auch wieder relativ sicher. Wenn ich jetzt... Was passiert denn, wenn ich angreife? Oh, jetzt so viel mit Eile im Deck. Ich traue mich einfach nicht. Ich will ihn one-shotten. Ist wahrscheinlich nicht das richtige Play, aber ich habe mit Muldrotha noch nicht super viel gegen RDW gezockt. Der Board State hat sich nämlich ebenso angefühlt, wie wer als erstes angreift, verliert. Okay. Okay, wir können sie exilen, das Ding notfalls abschießen. Dann hat er 7 Widerstand on board, beziehungsweise der chumpt ihn, dann kann er 6 in ihn reinhalten, sind 9 plus 5 sind 14. Wow. Das reicht noch nicht mal. Dann könnten wir anfangen mit Memorial to Genius opfern, das kostet uns aber 5, dann haben wir noch 6 über, das ist wieder zu wenig. Es sei denn, wir finden das ungetappte Land. Dann wäre unser Gegner, dann haben wir ein Land mehr, einen Schaden mehr, dann wäre der Gegner tatsächlich genau tot. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich genug schwarzes Mana auflasse. Ja, macht er aber automatisch. 5, 6 und es reicht nicht. Es reicht leider nicht. Dann greifen wir aber. Machen trotzdem den vollen Angriff. Schauen, wie er blockt und töten dann eine wahrscheinlich. Vielleicht verblockt er sich ja auch quasi. Das Ding hat ja Trample. Wir können halt auch Moment of Craving plus Vraskas Contempt machen. Das könnte nämlich reichen, je nachdem, wie er blockt. Schauen wir mal. Okay, es kommt ein sehr, sehr, sehr großer Block auf Multani, was halt sehr gefährlich ist für unseren Gegner. Okay, jetzt mal kurz gucken. Durchkommen 5, er geht auf 10. Hier sind wie viel Widerstand drinne? 7. Plus 4 sind 11. Also die Vraska. Nicht die Vraska, die. Hazoret kann auf jeden Fall da raus. Dann trampeln 8 drüber. Wären 13. Ne, oder? Trampeln
7, trampeln 8 drüber, dann trampeln 10 drüber. Dann ist das Liesel. Korrekt? Und? Wie er hier rumwurstet, ist ja grandios. Nein, ich kann nicht rechnen. Aber ich kann komplett aufräumen. Das muss ich mir in der Nachbearbeitung nochmal angucken. Warte mal, was war der jetzt über? 4, 5. Hat er nicht nur 5 Widerstand in dem Block drinne? 10 plus 5 in der Luft. Er hatte kein Life-Gain. Das muss ich tatsächlich nochmal nachgucken. Aber es reicht natürlich bei dem Board. Das war aber schon nicht ganz so leicht, wie ich es gerne gehabt hätte, aber ausreichend gut genug. Und das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, den letzten Block. Aber jetzt machen wir erstmal noch ein Spiel, würde ich sagen. Ich liebe dieses Deck und nach einem Sieg gegen Monorot müssen wir einfach noch eins, würde ich sagen, machen zusammen. Bis gleich. So, willkommen zur letzten Startern. Die keepen wir auch. Sieht in Ordnung aus. Das Mana ist nicht ganz optimal, aber Gift, Brontodon, Doppelchupacabra. Und ich keep jetzt schon mal, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe tatsächlich nochmal eben in die Aufnahme reingeschaut, in das letzte Spiel. Und ich kann nur die Pfeile nicht richtig interpretieren. Ich bin super, super krass manchmal tatsächlich auf Paper Magic irgendwie geeicht. Und mit den Pfeilen habe ich einfach übersehen. Sorry, dennoch war es, glaube ich, halbwegs vernünftig gespielt. Dadurch, dass wir dann das Board aufgeräumt haben, unsere Kreaturen nicht im Block gestorben sind, haben wir dann halt danach gewonnen. Also, ich kann eigentlich zählen, ich konnte nur nicht die Pfeile richtig interpretieren. Das war das Problem. Und ja, so, jetzt konzentrieren wir uns hier auf das Game. Wir spielen gegen GB Constrictor, müssen also viele Kreaturen abschießen, bevor das Deck eskaliert. Aber wir haben die ein oder andere Karte dafür. Ist in Ordnung. So, wenn wir jetzt... Wir brauchen nicht unbedingt 2 Mana im nächsten Zug. Wir haben Blau, Grün, Schwarz. Wir haben eigentlich echt alles. Ich nehme noch ein grünes. Und die zweite Evolving Wilds wird noch ein schwarzes Mana, so wie es aussieht. Jetzt können wir zumindest alles halbwegs hier ungetappt legen. Das nochmal ein Sumpf. Wir spielen gleich wahrscheinlich Brontodon. Wir hätten eventuell mit einem Swamp Fetch anfangen sollen. Da ich jetzt echt ganz gerne das Brontodon legen würde, dann können wir aber nächste Runde kein Chupacabra legen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht an der Mana Base. Was, wenn wir jetzt die Insel legen und einfach mit dem Gift of Paradise verzaubern? Nee, das wird nicht besser. Bleiben wir bei den mehrfarbigen Ländern. So. Das Brontodon ist halt auch gut in dem Matchup. Gegen die Fahrzeuge, gegebenenfalls. Ein bisschen Schaden können wir ja nehmen. Wir haben ja auch ein bisschen Life-Gain. Unser Gegner darf nur nicht komplett eskalieren. Und die Winding Constrictor ist leider eine super gute Karte. Turn 5, grüner Gearhulk habe ich nämlich ein bisschen Angst vor, wenn er sich jetzt sein Board aufbaut. Jadelight Ranger oder ähnliches. Zweiter Aethersphere Harvester. Okay, die eskalieren zumindest nicht übermäßig. Und nächste Runde Gearhulk wäre halt nicht ansatzweise so gut. Kein Attack. Einfach gar kein Attack. Okay. Da wir nichts anderes spielen können, das wird unser zweiter Swamp. Und dann giften wir den Forest. Für notfalls das Bronto dann noch aktivieren. Greifen nicht an, weil er kann super entspannt blocken. Ne, das Bronto dann... Nein, das Bronto dann können wir ja nicht aktivieren. Aber ich glaube, das ist nicht so wichtig im nächsten Zug. Wir haben jetzt nicht mehr super viel auf der Hand. Eine Muldrota wäre jetzt richtig Killer. Die Sache ist, unser Gegner hat mit Sicherheit irgendein Removal. Sei es nur ein Fatal Push oder so.
Jade Light Ranger. Okay, gucken, was der uns zeigt. Eine Ballista. Die ist nicht schlecht. Die behält er bestimmt oben drauf. Nein! Okay, Ballista into Ether hab. Er wollte das Land. Jetzt kommen die Harvester mal vorbei oder nicht? Ich weiß nicht. Okay. Was super kabern wir. Leider müssen wir die Constrictor abschießen, obwohl sie die schwächste Kreatur auf dem Board ist. Unser Gegner hat zum Glück auch nur noch zwei Handkarten dahinter. Und das Brontodon ist immer noch ein guter Blocker und kann einen Harvester abschießen. Das ist okay. Wie gesagt, das Good Stuff Game sollten wir gegen sehr viele Decks in diesem Spiel gewinnen können. Auf jeden Fall auch gegen das Energy Deck. Nice, da spielen wir ja nur gegen so Meta-Decks. Mono Rot, jetzt noch Energy. Mit so einem, ja, schon Rogue-Deck. Muldota ist jetzt nicht. Ist jetzt nicht so das Tier 1 Turnierdeck, was man so oft sieht, weil sie sich so leicht Removal fangen kann. Aber wir schauen heute mal. So, dann, ja, zweiter Sumpf auf jeden Fall, wobei jetzt unser Colorfix ziemlich gut ist. Aber mit unseren Handkarten gönnen wir uns auf jeden Fall noch den Sumpf. Und dann haben wir nächste Runde 6 Mana, falls wir sogar noch irgendwie was ziehen sollten. Jetzt brauchen wir eigentlich nur die Good Stuff-Karten hinterher. Die guten Good Stuff-Karten. Schön Planeswalker. Na, ah, ein Land ist es leider nicht. Oh. Ah, jetzt haben wir noch die Brontodon-Aktivierung. Das schadet ja nicht. Jetzt schießen wir die Constrictor ab, bevor hier irgendwie die Marken zu sehr eskalieren. Und mal gucken, was wir mit dem zweiten machen werden. Angreifen können wir immer noch nicht, weil er immer noch den 3-5er Block hat. Okay. So, wo sind unsere guten Karten? Wir haben mehr als genug Mana. Die Farben stimmen. Wir brauchen einfach nur irgendwas. Liliana, Vraska, ein Scarab God. Eine der richtig guten Karten einfach. Okay, da kommt eine Ballista. Die stört mich jetzt nicht so sonderlich. Wir müssen ja nur die Kreaturen handeln, dann bleiben die Harvester ja erstmal offline. Das ist ja auch ein Plan. Er kann dann zwar immer Kreatur ziehen, nachlegen, angreifen. Das ist halt das Miese an den Fahrzeugen. Aber ist in Ordnung. Er will irgendwie mit dem Brontodon traden. Aber warum? Was hat er auf der Hand? Will er nicht, dass ich die Walking Ballista abschieße? Oder... Kann auch sein, dass er jetzt eine Blossoming Defense spielt. Dann schießen wir halt einen Harvester ab. Nein, er tradet. Das ist okay. Die hat ein Land nachgezogen. War ein akzeptabler Trade gegen das Brontodon. Wir haben ja schließlich noch zwei im Deck. Plus, wir können ruhig was im Friedhof jetzt haben, falls wir sowas wie die Liliana ziehen oder den Scarab God. Ja, das ist auch okay. Noch fetchen. Wir wollen auf gar keinen Fall jetzt noch ein Land ziehen. Nehmen wir... Ist egal, was wir nehmen. Wir können nochmal einen Sumpf nehmen. Komm! Nein! Champion of Wits wäre auch in Ordnung. Aber das Memorial ist in Ordnung. So, die Sache ist, wir wollen einfach nicht mit dem Chupacabra da drauf schießen. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Weil er in Response dann einfach das andere Chupacabra noch abschießt. Oder mir ins Gesicht schießt. Das ist nicht gut genug. Wenn die Ballista größer wird eventuell, wenn er Mana investiert, um sie wachsen zu lassen, dann lasse ich mich da vielleicht drauf ein. Aber wenn jetzt gleich so eine große Kreatur kommt, Gierhalt legt alle Marken auf die Ballista, wäre auch nervig. Ha, natürlich! Ich konnte es riechen. Na, das ist nicht gut. Dann geht die Ballista, mal gucken auf was. 4-4. Okay, dann Chupacabra den Hulk. Okay. Ich hätte erst mit der 4-4er Balliste, glaube ich, angegriffen. Und im Notfall dann danach abgeschossen. Okay, ja, okay, gut. Doch, so kann man es auch machen. Wir stehen immer noch nicht unter massivem Druck.
Noch ein Gift of Paradise. Ja. Ich trau mich das nicht, das so zu spielen. Eins. Du machst grün. So. Ich will nicht das falsche Land verzaubern. So. Gut, das wären jetzt 2, 3, 4, 5. Wir könnten das Memorial aktivieren, aber das geht nicht. Dann nehmen wir zu viel Schaden. Wenn das jetzt eine Blossoming Defense ist, das wäre hart. Come on! Chupacabra! Nein! Das sieht nach Blossoming Defense aus. Nein, 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 lass. Mann, normalerweise spielen die nicht so viele davon. Und er hat vorher noch keins gehabt. Hat er jetzt etwa eins nachgezogen? Das ist schlecht. Das ist gar nicht mal so gut. Die Sache ist, wir können da nicht einfach noch einen Zug warten. Das geht einfach nicht. Okay, die Handkarten unseres Gegners werden aber deutlich weniger. Ach, Sivna, so ein guter Top-Deck. Wo sind unsere guten Top-Decks? Wie viel Mana haben wir im Spiel? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie wäre es mit Muldrota und dann spielen wir ein Chupacabra aus dem Friedhof? Das wäre doch mal angenehm. Das haben wir uns eigentlich mal verdient, würde ich sagen. Für 12. Boah, wir brauchen auf jeden Fall einen richtig guten Top-Deck jetzt. Nicht noch ein Land. Damit können wir nicht gewinnen. Was denn los? Das hätten wir locker gewinnen können hier, das Spiel. Locker. Locker, locker, locker. Ja. Die Blossoming Defense. Oh, Muldrota. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, Tatsache. Wer hätte das gedacht? Jetzt kurz gucken, dass ich doppelt schwarz auflasse. Das ist doppelt schwarz, alles klar. 4, 5, 6. Nee, wir verlieren ja immer noch gegen den Aethas 4 Harvester. Das ist das Problem. Oder die Aethas 4 Harvester. Schade, schade. Nee, nee. Gab kein Out, glaube ich, mit dem wir hätten gewinnen können. Schade, haben wir das Energy Deck nicht bezwungen. Ah, die gute Walking Ballista wieder. Ah, das Blossoming Defense an der einen Stelle war mies. Hätte ich dann nicht das Chupacabra gespielt, sondern zwei Karten gezogen mit dem Memorial. Nee, das hätte auch zu viel Tempo-Nachteil gegeben. Aber er hat halt echt gute Karten. Blossoming Defense, Into Sifna, das war schon in der richtigen Reihenfolge gezogen. Mehr kann ich da nicht sagen. Das war schon nicht schlecht. Ansonsten, man kann ja nicht jedes Spiel gewinnen. Das ist ja nur ganz normal. Aber ansonsten noch kleines Feedback zum Muldrota-Deck. Ich find's nice. Es ist ein cooles Deck, bringt richtig Bock zu zocken. Also könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Gegen die super Tier 1 Decks struggelt man halt ab und zu mal ein bisschen, aber das ist halt ganz normal. Aber das Spiel hier an sich hätten wir durchaus gewinnen können. Ganz klare Sache. Ganz, ganz, ganz klare Sache. Schade, das hätten wir echt definitiv gewinnen können. Okay, unser Gegner muss uns jetzt nur noch im Hintergrund mit den beiden Aethas 4 Harvestern finishen. Kann man leider nichts machen. Gerade hier mit so einem, ja doch mal anderen Deck, mit dem wir hier zocken wollten, mit dem Muldrota-Deck, hat man manchmal halt Probleme gegen so die, ja, die Tier 1 Turnier-Decks. Aber wir können definitiv sehr gut mithalten. Wie gesagt, mir hat das Deck super Bock gebracht. Ihr könnt das ja gerne mal nachbauen, selber ausprobieren. Ist ein cooles Good-Stuff-Deck. Wie gesagt, die Deckliste könnt ihr euch direkt bei uns aus dem Discord-Server rauskopieren, in Arena reinkopieren und ja, jetzt sind wir kaputt. Hervorragend. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, beenden wir diese Episode. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ihr habt Spaß gehabt. Wenn dem so ist, über einen Daumen hoch würde ich mich auf jeden Fall mega freuen. Und an der Stelle kann ich euch jetzt nur noch einen wunderschönen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.